Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Hintergrund ist wieder mal anders. Ich dachte mir, weil ich einen DM-Haul drehe, würde es besser passen, wenn ich mich genau vor meinen Schminktisch setze. Ich habe viele neue Sachen gekauft, aber auch ein paar Sachen nachgekauft. Ich zeige euch das alles einfach mal. Ich habe ja mal auf Snapchat gezeigt, wie unrein meine Haut geworden ist. Deswegen muss ich mir ein paar Hautpflegeprodukte kaufen, damit ich meine Haut wirklich jetzt richtig pflege. Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr ungesund gegessen, vor allem Süßigkeiten auch noch, und dadurch ist meine Haut wirklich schlechter geworden. Ich denke nicht, dass es irgendwie am Make-up oder sonst was liegt, weil das war bei mir nie so. Jetzt muss ich mehr aufpassen, wie ich meine Haut umgehe, weil das war echt nicht mehr schön. Ungeschminkt sah das gar nicht mehr gut aus. Deswegen fange ich auch direkt mit einer Creme an. Diese Creme habe ich zum ersten Mal gesehen und ich habe auch noch nie was davon gehört. Ich weiß nicht, ihr könnt mir auch eure Meinung dazu schreiben. Das ist eine Peelingmaske für einen verfeinerten Teint und das Ganze sieht so rot aus. Hier. Die Maske hat 9,95 Euro gekostet, also deswegen ist meine Erwartung auch hoch. Weil 10 Euro für eine Maske ausgeben hat schon ein bisschen weh getan, aber ist ja auch nicht so schlimm. Das Ganze beinhaltet 3 reine Tonerden plus Rotalgen. Ich lese euch mal vor, was es bewirken sollte. Die Haut wird weicher, glatter und Unreinheiten werden gemildert. Nach 7 Tagen sieht man wohl schon einen Unterschied, also die Poren sind sichtbar verfeinert und der Ton ist ebenmäßig. Ja, also Tonerde ist ja generell sehr, sehr gut für die Haut und das sind halt 3 verschiedene. Ich schaue mal, also ich werde euch später bestimmt irgendwann mal sagen, wie ich die Maske finde. Oder vielleicht drehe ich eine Pflegeroutine, dass ich euch dann halt genauer zeigen kann, wie meine Haut aussieht, beziehungsweise was ich alles für meine Haut benutze, damit die wirklich gut ist. Dann machen wir weiter mit der Pflege. Ich habe hier von Lavera eine Reinigungsmilch gekauft, also damit ich mich halt damit auch abschminken kann. Aber da steht auch Naturkosmetik drauf mit Pflanzeninhaltsstoffen aus eigener Herstellung. Ich habe das hier, glaube ich, auch in einem Video mal gesehen und wurde auch sehr gehypt in dem Video. Deswegen dachte ich mir so, komm, ich kaufe mir das auch mal. Das kostet 5,45 Euro, also für eine Reinigungsmilch ist es eigentlich auch ein bisschen teurer, aber wie gesagt, wenn es halt was bringt, dann ist es ja nicht so schlimm. Hauptsache, man kriegt eine schöne Haut. Und die Anwendung morgens und abends auf Gesicht, heiß Dekolleté auftragen, anschließend mit warmem Wasser abnehmen. Ja, klingt ganz easy und das machen wir dann auch. So, dann zeige ich direkt das, was ich nachgekauft habe. Das ist meine Lieblingsfoundation, die L'Oreal Perfect Match Foundation. Die haben eine neue Farbe rausgebracht, das heißt Beige Creme, weil sonst muss ich immer 2 Farben mischen. Also ich musste mal Vanille und Beige zusammenmischen. Ich habe halt gesehen, dass die jetzt eine neue Farbe rausgebracht haben, das ist Beige Creme. Ich habe das halt auch im DM so ausprobiert und das war genau meine Hautfarbe. Die L'Oreal Perfect Match Foundation kostet 10,95 Euro. Dann mache ich direkt weiter mit Make-up. Ich habe mir den Löscherauge gekauft. Ich habe keine Ahnung, wie Maybelline drauf gekommen ist. Auf jeden Fall ist es ein Concealer. Den habe ich mir nachgekauft. Also wie man sieht, ist er auch fast leer. Ich habe mir das in der Farbe 03 gekauft gehabt, aber der hat einen rosastichigen Unterton und der hat einen gelbstichigen Unterton. Das ist in der Farbe 01 Light, also was ich mir jetzt gekauft habe. Am Anfang war ich mit dem Concealer überhaupt nicht zufrieden. Ich dachte mir so, der deckt gar nicht ab und keine Ahnung was. Aber mit dem kann man so gut highlighten, das sieht dann einfach so schön aus. Deswegen habe ich mir ihn gekauft und der ist halt nicht so schwer. Das sieht dann hier nicht so cakey aus. Ist eigentlich auch teurer für einen Concealer. Kostet 8,95 Euro. Ja, für einen Concealer ist es echt teuer. Ich wusste gar nicht, dass es so teuer ist. Okay. Jetzt machen wir weiter mit Maybelline. Ich habe mir einen Strobing Stick gekauft. Also das ist so wie so ein Base. Bevor ihr den pudrigen Highlighter aufträgt, trägt man halt so einen Strobing Stick auf. Das heißt als Base, dass dann der Highlighter einfach mehr Boom macht. Das sieht so aus. Ich habe mir den in der Farbe 100 gekauft. Das sind 3 verschiedene, 100, 200 und 300. Auf jeden Fall habe ich mir den mit einem pinken Unterton gekauft. Ich zeige euch das mal. So sieht der Highlighter aus. Das ist einfach so ein schimmernder Highlighter. Also auf Fotos sieht das so schön aus. Deswegen habe ich mir ihn gekauft. Und der schimmernde Highlighter kostet auch 8,95 Euro. Oh mein Gott, warum ist alles so teuer? Oh Mann, so, jetzt sind die Augenbrauen dran. Ich habe mir von NYX den Tinted Brow Pomade geholt. Ich hoffe, man spricht das auch so aus. In der Farbe Espresso. Ehrlich gesagt habe ich das auch ausprobiert. Aber ich finde den irgendwie nicht pigmentiert genug. Ich habe keine Ahnung warum. So sieht die Farbe aus. Nicht heute, also nicht auf meine Augenbrauen achten und denken, okay, das sieht so aus danach. So generell an sich, das Ganze sieht halt auch natürlicher aus. Ist gar kein Problem, aber wie gesagt, ich habe mir das so etwas deckender vorgestellt und das kostet 6,85 Euro. Immer noch billiger als dieser Concealer. So, dann kommen wir zu den Lippenprodukten, was ich immer am liebsten kaufe. Ich liebe es, einfach neue Lip Liner, Lippenstift und sonst was zu kaufen. Ich habe so viele Leute hier hinten, das ist nicht mehr normal. Weil ich kaufe es einfach, aber ich habe bestimmt mehr als die Hälfte nicht einmal benutzt, aber ich kaufe es.
Und dann immer noch so die gleichen Töne. Ich habe hier einmal den neuen Lippenstift, also beziehungsweise das ist eine neue Farbe von Maybelline. Das heißt Melted Chocolate in der Farbe 986. Ich habe zwei weitere Lippenstifte von Maybelline und ich finde die sowas von gut. Ich finde die sowas von gut. Die Pigmentierung, die Haltbarkeit, alles mögliche. Der Geruch und generell die Farben, wie sie dann halt auf den Lippen aussehen. Das sieht so schön aus. Das ist diese Farbe hier, damit ihr das besser erkennen könnt, habe ich das jetzt mal geswatcht. Dieser Lippenstift kostet 6,65 Euro. Ist eigentlich auch etwas teurer für einen Lippenstift, aber es lohnt sich auf jeden Fall wirklich. Also hier habe ich die zwei anderen Farben, 932 und 930. Dann habe ich mir noch einen Lipliner von NYX gekauft. Das ist in der Farbe Nude Beige. Ich find diese Farbe so schön. Hier. Wie gesagt, ich hole mir immer fast die gleichen Farben, beziehungsweise immer so Farben, die sich auch ähneln. Der Lip Liner kostet 2,85 €, also das geht noch voll klar. Das ist sogar noch voll gut. So, jetzt switchen wir wieder zu den Pickeln. Ich habe mir ein Teebaumöl gekauft. Ich habe immer wieder gute Sachen darüber gelesen, dass das Teebaumöl wirklich gegen Unreinheiten bzw. Pickel gut ist. Und der Geruch stört mich echt. Der Geruch ist echt... Zur Hautpflege und Reinigung bei unreiner Haut einige Tropfen zusätzlich in die Reinigungsmilch oder das Gesichtswasser geben. Ach so. Ach so. Ah, ich dachte, man muss es einfach so auf das Gesicht tropfen. Also ich wusste gar nicht, dass man das jetzt in so ein Gesichtswasser oder sowas mit reintun muss. Okay, kann man machen. Dann machen wir das auch. So, dann habe ich mir eine Maske von Garnier gekauft. Das, die Skin Active Hydra Bomb Tuchmaske. Die sind, glaube ich, auch eher neu. Also, ich habe sogar einen blauen gehabt. Ich habe sie eigentlich auch noch nie benutzt. Ich kaufe Masken, aber benutze sie nie. Hier kann man das auch sehen. Einfach aufmachen, drauf tun, 15 Minuten einwirken lassen und wieder raus. Und dann habt ihr schon eine schöne Haut, versprechen sie. So, dann konnte ich mich nicht zurückhalten. Ich habe mir wieder was Süßes gekauft. Aber Leute, diese Süßigkeiten... Die hier, die sind einfach der Hammer. Es ist, wie die schmecken, wie die sich so im Mund anfühlen einfach. Das ist einfach so, oh, so weich, so schön, so lecker. Auf jeden Fall, das sind die Beauty Sweeties, also diese saure Katzen. Ist auch vegan, also kann auch wirklich jeder essen. Ja, also ich liebe die. Also ich heule rum, weil meine Haut so kaputt gegangen ist, aber... Aber die sind ziemlich sauer, ne? Aber ich liebe es aber, deswegen ist es eigentlich ganz gut. Dann habe ich mir noch was sehr unspektakuläres gekauft, ein Stabfeuerzeug. Wenn man eine Kerze mal anmacht, dann wird sie etwas kleiner. Und wenn du sie dann nochmal anmachen möchtest, dann kommst du hier nicht ran oder du verbrennst sie oder sonst was. Hat nur 1,35 Euro gekostet. So, das war es noch mit meinem DM-Haul. Also ich habe jetzt nicht so viele Sachen gekauft, aber etwas teurere. Also wenn man das wirklich berechnet. Ich habe um die 70 Euro ausgegeben in DM. Falls ihr so weitere DM-Hauls sehen wollt, dann sagt mir gerne Bescheid, weil ich weiß jetzt nicht, ob ihr immer Lust drauf habt oder nicht, dass ihr meinen Einkauf seht. Auf jeden Fall zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben oder schreibt es in die Kommentare. Ich lese ja sowieso mal alles durch. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und ich würde dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.